Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt im Modul 1 uns, besser gesagt, unsere Spieler, Spielerinnen erarbeitet haben. Machen wir es ganz klar und deutlich. Das gute Gefühl auf der nicht dominanten Seite. Wir sprechen hier noch nicht von Beidfüßigkeit, aber von einer angelegten provisorischen Komfortzone auf der nicht dominanten Seite. Das fühlt sich extrem gut an. Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil mir die Spieler das immer und immer wieder attestiert haben. Das ist der richtige Beginn. Wodurch haben wir das Ganze geschafft? Indem wir hohe Transferleistungen geschaffen haben von der dominanten Seite zur nicht dominanten Seite. Und wir haben selbst das Tempo nochmal erhöht, indem wir bei der dominanten Seite sozusagen die Qualität erhöht haben durch diese inhibitorischen Fallen, dass wir hier das Lerntempo enorm in die Höhe geschraubt haben und dementsprechend müsstet ihr jetzt wirklich, wenn ihr das erlebt habt oder wenn ihr mir das abnehmt, wirklich heiß sein, dieses Modul 2 kennenzulernen. Ich freue mich drauf.